Die JUFA-Gästehäuser fördern im Sommer den Radsport. So gibt es zum Beispiel in Deutschlandsberg in der Steiermark ein eigenes Radsportzentrum. Viele Radtouristen nützen in Österreich und auch in Deutschland die Möglichkeit, in den komfortablen und familienfreundlichen JUFA-Gästehäusern zu übernachten. Als besonderes Highlight haben die Verantwortlichen der Gästehäuser im Juli eine eigene JUFA-Ö-Tour zugunsten der Aktion Rote Nasen organisiert. Von Vorarlberg, hier ist der Standort in Bartholomäberg im Montafon, bis nach Deutschlandsberg in der Steiermark. 660 Kilometer und fast 7800 Höhenmeter, angefangen vom Arlbergpass, dann Richtung Brenner, zum JUFA-Gästehaus in Steinach-am-Brenner, am nächsten Tag nach Kaprun, dann über den Großglockner der Königsetappe zum JUFA-Gästehaus in Murau, dann nach Kärnten, JUFA-Bleiburg und die Schlussetappe zum Zielort in Deutschlandsberg. 23 Teilnehmer haben sich diesem Abenteuer gestellt, darunter auch Franz Knorr. Ja, ich ziehe da eh schon, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ganzen, weil sowas habe ich noch nicht gemacht eigentlich und ich freue mich schon, wie es weitergehen wird. Sie sind ja eher am Flachland, ne? Jetzt kommen Sie hierher, gleich der Arlberg passt zum Anfang, da geht es schon rauf. Ja, da geht es schon zur Sache, aber bei uns, wo ich daheim bin in Wien, wir haben hinten auch in die Weinberge und da sind auch, aber natürlich kein Arlberg oder kein Großglockner. Ne? Aber da kann man auch, da habe ich auch trainiert dahin und ja, in Glockner bin ich schon zweimal auch gefahren mit dem Rad. Ne? Und das ist mir damals natürlich, da war es ein bisschen was über 60 und heute gehe ich am 80er, da ist schon dann ein bisschen schwieriger. Ne? Aber auch für die Jungen war es eine spannende Aufgabe. Also einerseits habe ich Freude am Radsport und daran teilnehmen zu dürfen, eben mit der gesamten Truppe. Und andererseits bin ich nach den anstrengenden Etappen für die regenerativen Maßnahmen zuständig. Das heißt, ich werde die Athleten massieren, therapieren, also was ansteht. Also eine Doppelschicht quasi. Genau. Da kommt man kaum zum Schlafen als Triathletin. Warum macht man hier mit? Ja, weil es eine einmalige Chance ist, sozusagen wie ein Profi-Radsportler hier 5 Etappen zu fahren durch ganz Österreich und ja. Beim Tourstart im Montafon waren neben Bürgermeister Martin Wallaster auch die beiden Radprofis Dominik Brändle vom Team Vorarlberg und Martin Schöffmann vom Team Viper mit dabei. 180 Kilometer, das ist schon eine Etappe wie bei der Ö-Tour. Natürlich, wir werden es ein bisschen gemütlicher angehen da, aber im Endeffekt sitze ich sicher jetzt jeden Tag 6-7 Stunden im Sattel. Und ja, ich hoffe, ich werde es überstehen, genauso wie meine Mitstreiter, kann ich nicht sagen, aber wie meine Freunde, mit denen ich jetzt die nächsten Tage verbringen werde. Nach 6 Tagen Radtour gab es in Deutschlandsberg schlussendlich nur lachende Gesichter. Und so konnte man zudem für die Aktion Rote Nasen noch einen Scheck von 2.200 Euro für die erradelten Kilometer überreichen. 2012 folgt die Fortsetzung.